Heute zeige ich euch, wie ihr diese Schmuckhand selber machen könnt. Viel Spaß dabei! Für dieses DIY braucht ihr eine Unterlage, Schnellabformmasse, Figurenmasse aus Stevalin, verlinke ich euch beides in der Infobox, schwarze Stifte, eine Küchenwaage, verschiedene Tupperdosen, einen Messbecher, einen großen Behälter, Wasser, altes Besteck und optional ein Nagellack. Zuerst nehmt ihr die Schnellabformmasse und wiegt 200 Gramm ab. Ich würde euch tendenziell sogar 300 Gramm oder mehr empfehlen. Leider war in meinem Paket aber nicht mehr als 200 Gramm drin. Ich werde euch aber mal was Passendes in der Infobox verlinken. Dazu werden dann 600 ml kaltes Wasser gemischt, da das Mischverhältnis 1 zu 3 beträgt. Wenn ihr also 300 Gramm Pulver verwendet, braucht ihr demnach 900 ml Wasser. Die Masse muss dann noch gut verrührt werden und wenn eine einheitliche Masse entstanden ist, müsst ihr schnell arbeiten. Und zwar füllt ihr die Masse dann in ein großes Gefäß, was am besten gerade nach unten laufende Kanten hat. Also nicht so wie ich so eine Vase, sondern lieber zum Beispiel einen kleinen Plastikeimer verwenden. Und dann solltet ihr auch relativ zügig eure Hand in die Masse eintunken. Nach etwa 10 Minuten zieht ihr eure Hand dann vorsichtig aus der Abformmasse heraus. Ihr könnt natürlich auch andere Gestiken machen, dabei solltet ihr nur vorher ausprobieren, ob eure Hand mit den Abständen von einem halben Zentimeter in das Gefäß passt. Für die Gießmasse füllt ihr 100 ml kaltes Wasser in den Messbecher und gebt das Wasser in eine große Schale. Dann vermischt ihr das Wasser mit 400 Gramm Stevalin-Pulver. Alles wird jetzt wieder gut vermengt und dann füllt ihr die Gießmasse gleichmäßig in eure vorgefertigte Form. Klopft dabei immer mal wieder gegen euer Gefäß, damit kleine Luftbläschen entweichen können. Oben solltet ihr dann eine glatte Fläche haben, damit hinterher nichts wackelt. Nach etwa 40 Minuten ist die Masse ausgehärtet und ihr könnt die Form entfernen. Bei mir hat sich das als etwas schwierig herausgestellt, weil meine Vase diese gebogene Form hat und deswegen musste ich die Form mit etwas mehr Gewalt entfernen. Wenn ihr allerdings einen normalen Eimer verwendet, sollte das viel, viel leichter gehen. Dann könnt ihr vorsichtig die Hülle entfernen. Und falls euch was abbricht, könnt ihr die Stücke einfach wieder dran kleben. Bei mir war es leider so, dass sich unten an den Fingerspitzen die Stevalinmasse nicht gleichmäßig verteilt hat und deswegen die Fingerspitzen fehlen. Aber auch hier habe ich einfach einen Trick parat. Nachdem ich die Hand mit einem Pinsel von den Überresten der Form befreit habe, habe ich einfach mit einer Heißklebepistole die Fingerspitzen aufgefüllt und zwar mit dem Heißkleber. Nach dem Trocknen habe ich dann alles mit einem weißen Eddinglack besprüht. Ich werde ihn euch auch mal in der Infobox verlinken, weil ich den wirklich gut fand. Und durch die deckende Farbe hat man dann auch kaum das Gefühl gehabt, dass es sich bei den Fingerspitzen um Kleber handelt. Bevor ihr dann eure Schmuckhand bemalt, testet eure Stifte auf einem besprühten Reststück, um sicherzugehen, dass der Stift auch wischfest auf dem Material ist. Die Hand habe ich dann noch etwas mit Tattoos verziert, das habe ich mal bei Urban Outfitters gesehen und fand die Idee richtig gut und speziell. Und zusätzlich zu den Tattoos habe ich mich dann noch für roten Nagellack entschieden. Dieser Schritt ist aber natürlich optional. Das Ergebnis ist dann eure persönliche Schmuckhand, an der ihr auch ein paar Ringe aufbewahren könnt. Hauptsächlich dient die Hand jedoch zur Deko, da ihr natürlich nicht jeden Ring über die Hand ziehen könnt, weil sich das harte Stevalin ja nicht wie eure Haut verformt und den Ringen nachgibt. Wenn ihr allerdings eine Freundin, Schwester oder Bekannte habt, deren Finger etwas schmäler sind als eure, dann könnt ihr sie ja einfach mal zum Basteltag einladen, denn dann sollten eure Ringe auch über die Hand passen. Hier kommt jetzt noch zu zwei weiteren Videos von mir, einmal passend zu der Schmuckhand ein Ring-DIY und zu meinem letzten Video, dem Kreativ-Tag. Lasst mir doch auch mal eure Meinung oder Fragen in den Kommentaren da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!